Liebe Parteifreunde, mein Name ist Nicole Scheer. Ich bin Mutter von zwei wunderbaren Kindern im Alter von 16 und 19 Jahren. Ich bin 45 Jahre alt. Beruflich bin ich als Controllerin in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Dort obliegt mir die Personalverantwortung für 120 Mitarbeiter. Seit Oktober 2014 bin ich Mitglied in der AfD. Politisch habe ich mich vor meinem Eintritt in die AfD für keine andere Partei engagiert. Die AfD vertrete ich bereits heute als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Schule und Bildung. Darüber hinaus bin ich dem einen oder anderen vielleicht bekannt durch meine Tätigkeit an den Parteitagen. Als Mutter habe ich mich seit den Grundschultagen meiner Kinder in den unterschiedlichen Schulformen und Gremien innerhalb der Schulen engagiert. So zum Beispiel in der Schulpflegschaft und hin bis auf Landesebene in der Landeselternschaft. Aus dieser Zeit habe ich viel mitnehmen können, was ich am Schulsystem verändert werden muss, damit Schule wieder für unsere Kinder und deren Ausbildung gedeihen kann. Auch beruflich habe ich Kontakt zu den Schulen, da ich die Ausbildungsbeauftragte für 12 Auszubildenden in unserem Betrieb bin. Auch in dieser Schulform, sei es das Berufskolleg, gibt es dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die Arbeit mit der IHK, mit der INO und den Betrieben und auch mit den Berufsschulen. Schulpolitik muss stets auf die Schüler, welche beschult werden müssen, ausgerichtet sein und nicht ideologischen Ideen folgen. Ich halte es dafür zwingend notwendig, dass im Landtag auch Eltern die Schul- und Bildungspolitik der AfD mitgestalten und diese nicht nur durch Lehrer und Pädagogen beeinflusst wird. Es sind unsere Kinder, welche sich heute schon in vielen Klassen in der Minderheit befinden, von denen unsere Zukunft abhängen wird. Ich setze mich dafür ein, dass es sinnvolle Lehrpläne geben wird und unsere Kinder nicht weiterhin die Versuchskaninchen einer rot-grünen, linksorientierten Politik bleiben. Daher werbe ich um Ihre Stimme. Vielen Dank. Sie haben uns auch Zeit geschenkt. 3 Minuten 8 Sekunden. Gibt es Fragen an die Kandidatin Scheer? Bitte schön. 1-1. Wunderbar. Reinhold Graf, Rhein-Neckar-Kreis. Sie haben von Schulen gesprochen. Mich persönlich gehen an die Gewalt an den Schulen. Würden Sie sich einsetzen, dass das, sage ich mal, publik werden wird? Ja? Die Gewalt an den Schulen und würden Sie sich, sag ich mal, dafür einsetzen, dass das wirklich publik wird? Okay, danke. Okay, könnten Sie die Frage nochmal konkretisieren, auf den Punkt bringen? Da haben Sie jetzt nochmal gut von mir 15 Sekunden. Die Gewalt an der Schule, würden Sie sich einsetzen, dass es publik wird? Und was werden Sie dazu machen, dass es wirklich publik wird, die Gewalt an der Schule? Ich denke mir, wir haben schon viele Berichterstattungen über Gewalt an Schulen. Es ist heute so, dass vielen Direktoren an den Schulen verboten wird, darüber Aussagen zu treffen. Das müssen wir dringend ändern. Okay, danke. Ja, Nickenich, Kreisverband Köln. Sie üben Kritik an den Berufsschulen, an den Kammern, über Zusammenarbeit. Was stört Sie denn konkret daran? Es ist so, dass Prüfungen für zum Beispiel im Mechatronikerbereich auf Geräten durchgeführt werden, die der Betrieb noch gar nicht angeschafft wird. Das heißt, der Monteur, der zukünftige Monteur, arbeitet mit Maschinen, die er noch gar nicht gelernt hat zu bedienen, aber soll eine Prüfung darauf ablegen.
Ja, es muss ein gewisses Mindestmaß, was der Betrieb anschaffen muss oder wo der Betrieb, ich sag mal, Vorgaben hat und was er zu leisten hat. Aber es kann nicht sein, dass der Prüfer auf dem neuesten Gerät, welches der Betrieb gar nicht hat, die Prüfung ablegen muss. Danke. Gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Bleib noch mal dabei. Ich bin selbst Berufsschullehrer. Das ist ein Einzelfall, wo Sachbearbeiter gesagt hat, das habe ich auch erlebt. Meine Frage ist, sind die Lehrpläne nicht in Ordnung? Zum Beispiel, dass man jetzt die Fächer ändert und in Lernfelder überführt oder Prüfungsbereich in Waldqualifikation. Sind Sie da überhaupt informiert? Ich denke gerade im Mechatroniker-Bereich definitiv bin ich informiert als Ausbildungsbeauftragte. Ich finde, da muss sowohl die Berufsschule als auch mit der Innung enger zusammenarbeiten. Weil letztendlich stellt die Innung die Prüfungsaufgaben. Der Meister einer Kfz-Werkstatt nimmt die Prüflinge ja dann ab und die Berufsschule soll darauf vorbereiten. Ja, ich denke, da muss eine enge Zusammenarbeit erfolgen. Wesentlich enger, als es jetzt ist. Danke. Gibt es weitere Fragen an die Kandidaten Scherer?